Herzlich willkommen zu diesem Demonstrationsvideo rund um das Thema Supervisor Desktop in Supervisor Management im Webex Contact Center. Der Supervisor kann in verschiedensten Frontends arbeiten. Beispielsweise kann er rein auf einem webbasierten Desktop arbeiten oder man kann diesen auch entsprechend integrieren nach Microsoft Teams oder Webex App. In diesem Desktop hat er die Möglichkeit, alle echtzeithistorischen Daten zu sehen, sowie auch die sogenannte Supervisor Management Konsole zu bedienen. Alles ist entsprechend durch ein Rollen- und Rechtesystem geschützt. Das heißt also, es kann kontrolliert werden, wer welchen Report sehen kann, beziehungsweise wer welche Öffnungszeit oder welchen Überlauf steuern kann. Schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel der Cisco Webex App Integration an. Hier sehen wir die Webex App integriert mit dem Supervisor Desktop vom Webex Contact Center. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, in diesem Dashboard zu sehen, was gerade im Service Center passiert. Wie viele Gespräche gerade im Betrieb sind, was das Wartefeld angeht, wie voll ist das oder was der längste Wartende extra aktuell ist. Das Service Level können wir auch ablesen, entsprechend hier jetzt 96% auf der Telefonie. Des Weiteren kann dieses natürlich gefiltert werden, entweder basierend auf dem Wartefeld oder basierend auf dem entsprechenden Kontaktkanal. Alternativ dazu ist es auch möglich, über das Team zu filtern. Kommen wir zu den Agenten Performance Statistics. Diese haben typischerweise auch die Agenten, aber auch der Supervisor. Hier sehen wir auf einem Überblick, wie viele Gespräche jeweils in dem Team gemacht worden sind. Das sind diese oberen drei Kacheln. Und was mein Beitrag zum Team war, also sprich, was habe ich gemacht innerhalb dieses Teams. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, das Wartefeld sich anzuschauen und wie viele Agenten verfügbar sind. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Kundenzufriedenheitsumfragen an. Hier können wir auf einen Blick sehen, wie zufrieden und nicht zufrieden die Kunden mit dem Service sind. Im nächsten Tab haben wir die Möglichkeit, das Service Level zu steuern. Beispielsweise, wenn das Service Level absagt oder auch ein Notfall aktiviert werden muss, kann der Supervisor hier im Cockpit das entsprechend machen. Zum einen kann er beispielsweise die Ansagen verändern. Diese Ansagen werden mit Text-to-Speech entsprechend in der Hotline vorgelesen. Oder er geht her und verändert die Öffnungszeiten. Hier werden entsprechend regionale, lokale und auch überregionale Feiertage unterstützt. Das Ganze in allen Zeitzonen rund um den Globus. Entsprechende Nachrichten, wie zum Beispiel die geschlossene Nachricht, kann auch wieder hier drüber eingestellt werden. Oder das Notfallrouting kann auch aktiviert oder deaktiviert werden. Aktuell ist das Notfallrouting hier angeschaltet. Das bedeutet, die Gespräche werden von diesem Standort weggeleitet auf andere Standorte. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Feueralarm existiert an einem Standort. Mit einem Klick kann ich dieses Notfallrouting auch deaktivieren und die Gespräche werden ganz normal wieder neu verteilt. Wenn das Notfallrouting aktiviert ist, kann ich auch entsprechend eine Telefonnummer angeben, zum Beispiel von einem externen Dienstleister, wo die Gespräche hingeleitet werden sollen. Auch die Call-Priorität für diese eine Service-Line kann ich hier entsprechend kontrollieren und verändern. Das heißt also, mit der Prio 1 werden die Gespräche aus dieser Service-Line zuerst verarbeitet. Entsprechende weitere Ansagen kann ich hier drüber auch noch steuern, sowie auch das Recording für die Service-Line an- und ausschalten. Auch Announcements, wie zum Beispiel die Position im Wartefeld, kann hier mit einem Klick aktiviert werden. Des Weiteren ist es auch möglich, die Callback-Funktionalität für diese Service-Line zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und natürlich, Überläufe können auch manuell gesteuert werden. Das heißt also, wenn ich hier den Überlauf aktiviere, werden entsprechende andere Skills und andere Teams mit hinzugenommen, die diese Gespräche oder die anderen Omnichannel-Medien entsprechend verarbeiten. Natürlich kann sowas auch automatisiert werden innerhalb des Systems. Hier geht es aber primär darum, dass der Supervisor jetzt aktiv eingreifen möchte.
Kommen wir zu Dashboards. Hier ist ein Dashboard mit einem Beispiel, wo man darstellen kann, wie zum Beispiel die aktuellen Abbrüche sind und wie die Customer Journey aussieht. Das heißt, wir sehen hier die Gespräche, die reingekommen sind oder die E-Mails, die reingekommen sind und wie die verteilt worden sind. Zum Beispiel 4 E-Mails wurden größer 10 Minuten verarbeitet oder in diesem Beispiel wurden 2 Gespräche weiter verarbeitet bis hin zu einem Agenten. Ein weiteres Beispiel ist das sogenannte Realtime-Dashboard, was auch optional genutzt werden kann mit ähnlichen Informationen, die wir zuvor schon gesehen haben. Historische Dashboards sind auch möglich, das heißt also, einen Filter zu machen über einen längeren Zeitraum, beispielsweise dieses Jahr, ist auch machbar. Oder von heute. Wenn der Supervisor sein Team monitoren will, kann er entsprechend hier drauf gehen und sieht den Status des jeweiligen Agenten und kann auch sofort dann sehen, welcher Nichtbereitgrund gesetzt worden ist. Der Statuswechsel ist sofort sichtbar. Wenn der Supervisor tiefer reporten möchte, kann er auch das Reporting-Tool, den sogenannten Analyzer, hier starten. Innerhalb vom Analyzer hat er dann die Möglichkeit, selbst Reports zu bauen oder auch bestehende Reports aufzurufen. In diesem Beispiel rufe ich jetzt einen Report mal auf. Dieser Report zeigt Informationen über die entsprechenden Wartefelder und wie viele Gespräche davon entsprechend angenommen worden sind, abgebrochen sind oder auch nur angeboten wurden. Die Zahlen kann ich natürlich entsprechend nach Excel und CSV-Dateien exportieren oder alternativ über einen Scheduler diesen Bericht per E-Mail verschicken in regelmäßigen Zeitabständen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Demonstrationsvideo angeschaut haben.